Ja, da ist er noch, da ist er, ich hab ihn genau gehört, ja, da ist er. Ich muss echt sagen, die Stimme war gerade ein bisschen befremdlich. Was? Die Stimme war gerade. Ja, das wollte doch ja nicht hören, was er hier für einen riesen Auftritt macht, Junge. Der Auftritt kommt nicht von mir. Der Herr hat mit. Ja, war mir schon klar. Und rechnet wieder ganz? Ja, alles super. Yeah. Wo ist denn der Herr Admin? Der ist einen halben Meter rechts von mir. Ja, dann. Achso, der ist bei dir. Ach, ist nicht neben mir. Hab ich doch gesagt, der ist bei ihm. Rivano ist gleich auf. Ja, ist ja klar, dass der wieder geht. Ist klar. Der war ja nicht mal on. Stimmt, der war ja. Stimmt, du warst ja nicht mal an. Was soll das? Ach, und Yannick hat da alles schön mitbekommen. Alles. Ja, wir haben uns königlich amüsiert. Ernsthaft? Ihr habt gelacht? Das war zum Lachen? Ich dachte, ihr hilft mir nur um Heulen. Lachen, teilweise zum Heulen. Alles gut. Mehr oder weniger. Ich bin froh, dass mein Vogel noch lebt. Ja, da hast du bestimmt öfters mal Angst bekommen, wa? Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ich muss sagen, das eine Mal habe ich ganz spät erst auf die Energie geachtet. Deswegen bin ich da ganz schnell weggeflogen. Und da, wo du einmal von den Wölfen nicht weggekommen bist, ne? Oh, Amsrock schreibt gerade, nee, wir dürfen erst ins Bett, wenn der Giga in der Basis steht. Also Rivano schreibt also in 2 Wochen. Rivano, du bist so ein Riesenarsch. Weißt du? Weißt du, kann nicht umkommen, aber mal kicken. Der kriegt hier nichts gebacken, weißt du? Rennt 3 Parts rum wegen einer Rüstung. Das war bei Tribe Wars. Rennt 3 Parts in der Base rum wegen einer Rüstung und kriegt nichts gebacken und will uns hier was sagen, wollt wie wir irgendwas machen sollen. Genau, geh mal off, Rivano. Nein, Quatsch. Was ist denn momentan Masse? Wo kann ich denn helfen? Überall. Gigantor. Oh Gott. Ich komm, ich hab den, ich denk... Flipper, komm doch jetzt. Aber, Sergeant, ich glaube, langsam... Komm jetzt her, du Scheißvieh, Alter. Oh, was ist denn jetzt passiert? Nero? Er ist ertrunken. Nero? Und schon ist der Flipper wieder irgendwo im Weide des Meeres, wa? Nero, wo ist Flipper? Der ist tot jetzt gleich, weil Scheißvieh nicht hergekommen ist. Aha. Nero, wie kannst du denn nur einen Flipper töten? Der ist doch fürs Öl da. Da ist er weg. Bei dem Megalodon. Oh, da hast du aber auch gleich wieder ordentlich zugeschlagen. Bei mir so wenigstens vor Hunger verreckt. Ja, wenigstens ist er nur verhungert. Das war's. Warte mal kurz, ich bin auf der Suche wieder eine Scheißperlen, weil er sonst keine Scheißperlen sammelt. Haha, jetzt ist er angepisst. Oh ja. Alter. Okay, also, Nero, let's get fight. Nero. Ist doch Möller, dass der endgültig austickt und ich. Ne, Möller, ich glaube nicht Möller. Nö, glaube ich auch nicht. Und ich darf nicht, sonst fliege ich hier raus, glaube ich. Nero, kann ich dich irgendwo absetzen? Nee, Sachen sind alle weg. Das hat keinen Sinn. Das ist vorbei. Es ist gerade so eine Genugtuung, weißt du, der aber mich zusammengelöffelt hat, dass ich irgendein Vieh getötet habe, weißt du? Ah, hey, Janis. Grüße. Ah, cool. Nee, ich find's gerade lustig. Es ist schön, dass du Spaß hast. Du nicht oder was? Ich hatte noch nie im Bär Spaß. Nee, das ist ja gut. Das ist ewig lang gebraucht, das scheiß Vieh zu themen. Wenigstens die Tiere, die ich getötet habe, die waren wenigstens mal einen Tag auf dem Server. entspannt euch mal, ich sehe schon gleich kommen, Nero, du hast left jetzt arg, Alter. Ach, Quatsch. Das Spiel gleich deinstalliert, die Festplatte durchgebohrt. Und ich krieg gar nicht mehr ein. Es ist aber auch gut. Es ist. Das ist immer so. Ich wurde wenigstens von dem Giganotto getötet. Getötet? Kurze Zwischenfrage. Ich habe das richtig verstanden, dass wir das Helikopter brauchen. Richtig. Ja. Okay. Ah, ich glaube, warte mal, ich glaube, ich muss den. Alle. Ich glaube, ich muss den. Wir den circa 80. So, da heil ich mal zu dieser Frechtur und Pissvieh, oder?
Okay, ich gehe mal welche organisieren. Wo denn? Wie denn? Unter Wasser. Ja, wir haben auch irgendwo 30, 40 rumfliegen, also. Wir sind schon mit eingerechnet. Janik, ist alles in Ordnung bei dir? Ja, es geht. Es geht. Du gehst halt freiwillig unter Wasser. Ja, doch. Bestimmt hat der Taucher geredet. Nein, das Jahr ist rum, ich muss mal wieder baden. Achso, okay. Deswegen. Das Schlimme ist, dass ich über 100 Perlen, glaube ich, dabei hatte mittlerweile. Wo hast du den Itchy dann gefunden? Im Wasser. So, falls Fragen. Gut, ciao, Rivano. Also, falls jetzt irgendwelche Fragen oder so im Dings kommen, ich habe gerade geiserisch lauter gedreht. Ich habe selber gemerkt, dass es sehr leise ist. Ach Gott. Ah, ich muss echt sagen, ich bin verwirrt, dass Janik freiwillig ins Wasser geht. Das kenne ich so gar nicht. Was ist mein Rucksack, verdammte Ruhe, Alter? Im Megalodon, weil ihn aus. Ja, ich hab jetzt die Wahl gehabt, entweder ich bleibe in der Base und versuche Nero zu helfen und krieg wahrscheinlich dem seine Aggression zu spüren, oder ich gehe weg. Dann gehe ich weg. Lass mich raten, du gehst dann weg. Gut, Nero helfen, Giganotto zähmen oder Silikapalz fahren? Ja, ich hab die Wahl zu machen, Nero helfen oder Silikapalz fahren. Regulator dann einen Angriff, ist der Rucksack dann kaputt? Ich nicht. Nein. Außer ist noch Fleisch drin. Sicher einfach Fleisch drin. Ach Gott. Übrigens, ich nehme schon seit drei Viertelstunden auf. Ich will gar nicht wissen, wie groß die Scheißdatei wird. Richtig, aber du hast bloß zwei. Ich hab vorher schon eine Stunde aufgenommen. Weil ich hab eine Stunde mehr als du. Ich nehme dich nur auf. Warum? Weil ich keine Lust mehr hab. Das ganze Aggressionspotenzial. Also ohne Scheiß, das rendere ich auch nicht. Ich hau das einfach so nach oben. Ah ne, scheiße, ich muss das rendern. Also es dauert das 4 Jahre, bis es bearbeitet ist da oben. Richtig. Gut. Nero, aber das Gewächshaus sieht übrigens gut aus. Also, so. Ach, jetzt hör auf zu schleimen, da hast du sowieso schon ausgerastet. Ne, das sieht echt gut aus. Also an sich so, ich hab's ja vorhin nicht gesehen. Mann, wo ist mein Rucksack? Ich will meinen Rucksack wieder haben. Verstehe ich nicht. Ach Gott. Hallo. Ich bin gerade echt, wo hat denn mein Kind? Ach da. Mein Mülleimer hingeschleppt, wollte ich gerade sagen. Oh Gott, aber ich weiß nur eins, für mich ist das erstmal Ausschluss. Warum? Ach, bei der Aufnahme. Hä? Ja, an sich für heute. Ich bin platt, schickt vor. Echt jetzt? Jetzt. Alter! Der Magen und Kopfschmerzen, ich kann nicht mehr, ich bin platt. Außerdem bin ich seit 6 wach. Bitte. Na und? Also, ja, ich gönn mir jetzt erstmal. Alter. So was trinke ich schon seit ungefähr, 3/4 Stunde. Nee, aber das ist schon länger, weil wir haben ja heute, wie gesagt, gegrillt. Onkel, du bist entschuldigt. War aber halt ganz schön kalt. Was machst du jetzt sowas auf, oder was? Also bleibst Eistee du doch wahrscheinlich. Noch, also bleibst du doch noch ein Stück. Ja, lass mich doch wenigstens das Vieh noch zu Ende zähmen hier. Ich kann doch nicht mittendrin aufhören und alle gehen jetzt. Genau weg. Rivano geht. Obwohl, Rivano war ja gar nicht da. Ich weiß ja, was du was mit Rivano willst, ey. Stimmt, ich guck dir bloß zu. Aber das hat nichts damit zu tun. Es dauert nichts nett, ganz ehrlich. Ja, aber ich werde mich jetzt auch machen. Hoido, Leute. Bis demnächst. Tschüss, Maxim. Tschüss. Mann, der Rucksack kann doch nicht weg sein. Was ist denn los hier? Eventuell ist deine Leiche abgesunken, nachdem der dich gekillt hat. Das Einzige, was hier abgesunken ist, ist gerade mein Arg. Ja, weiß auch. Dann jetzt geht's. Crash it. Warum? Wieso? Weshalb? Keine Ahnung. Oh.
Trivano immer mit seinen Bildern, ne? Das ist echt nervig. Das ist normal. Das ist doch ganz. Ach du Scheiße. Es geht. Ich bin gerade. Ich bin 50 Gig groß. Hast du dich gerade Tschüss gesagt? Achso, für deine Aufnahme hast du Tschüss gesagt oder was? Ja, erstens das, aber nee, so an sich halt. Ich wollte nur noch mal kurz sagen, wie groß die Datei ist. Das geht eigentlich. 50 Gig. Hm. Ja, bis dann, Leute. Tschüss. Tschüss. Ich glaube, ich kann meinen Rucksack vergessen. Mann, da war so viel Zeug drin. Mit 200 Pfeile, 300 Narkotika. Mann. Aber jetzt nochmal kurz die Frage hier in die Runde. Habt ihr euch schon die Homepage angeguckt? Lieber Amsrock, habt ihr euch schon mal auf... Da wird noch viel erscheinen. Und ich habe da drauf auch vor, dann irgendwann Game News noch zu bringen und so ein Zeug. Gaming News. Aber ich möchte erstmal so die ganzen das ganze Standard-Sachen möchte ich erstmal ordentlich bringen. Für die Homepage. Also das, was ich alles geplant habe. Die ganzen Kanäle, die ganzen Projekte für alle, die ich mache und bla bla blub. Und dann irgendwann, wenn das mal fertig ist, dann werde ich ja da auch mal ein paar Gaming-News und so Sachen und gerade News von unseren Kanälen und wäre vielleicht für dich, lieber Amstrock, vielleicht sogar gut, wenn du es einfach mal unter den Favoriten legst, das Ding. Jetzt habe ich meine Itchy-Seite wieder gefunden. Ach, da ist wieder Sergeant Müller am Schreiben. Ja. Hör ich sofort. Das ist doch gut. Ach, warum komme ich jetzt nicht wieder drauf? Nach Noxy, ja, der ist leider schon weg. Ja, oh, du bist so ein Hübscher. Also wenn du den Stego so mal ins Gesicht guckst, die sind schon hübsch, muss ich sagen. Echt hübsche Viecher. Gut, der hat ein bisschen komisches Maul, aber wenn man das wegblendet. Schöne Augen. Oh, hübsches Vieh. So. Was denn? Was? Ich will überlegen, was für ein Felsen ich hier war, wo die ich... Die 15 Minuten sind rum. Nein! Sie nicht. Und warum? Warum bin ich gestorben? Weil dieses dämliche, delfinähnliche, missgeburtige Drecksvieh so schnell um mich rumgeflogen ist, dass ich gar nicht aufsitzen konnte. Ey. So, ihr müsst jetzt mal, warte mal, was mache ich jetzt mal? Ich glaube, ich gucke mal kurz in die Entfernung, weil ich muss mal kurz mein Liquid auffüllen. So, jetzt habt ihr eine schöne Ansicht noch. So, warte, ich mache jetzt mal, ja, wo ich werde das mal noch weiter, nee. Ich werde mal das Liquid ohne Namen und dann werde ich dir mal sagen, wie das schmeckt. Das ist natürlich super. Weil das sind so die zwei Liquids, die schmecken so geil. Also zur Info, ich habe jetzt, denke ich, genug Perlen für den Wetzelsattel. Also 93 Perlen haben wir jetzt. Im Zweifelsfall hätte ich jetzt auch nochmal sowas um die 40. Also auf jeden Fall ist es rot. So, mal gucken, ob ich jetzt wieder raufkomme. Vielleicht meine Leitung gefunden. Sergeant. Nein, ich glaube... Es ist rot. Mhm. Ja. Weiter? Jetzt wird's lila, weil jetzt habe ich es mit blau gemischt. Weil Blue Knight ist logischerweise blau, ne? Ah. Wie witzig. So, schöne Aussicht. Ich hatte in den letzten zwei Wochen zu noch wenig Zeit, wenn wir mal reingucken. Ja, das wäre schön. Ich bin nicht der Typ, der sagt, ich mache Sachen gut oder sowas, aber ich muss sagen, die Homepage gefällt mir selber. Doch, das ist jetzt ganz gut gemacht.
Welche Leute klingen bei mir mechanisch, was? Oh, ey, das Liquid ohne Namen schmeckt so geil. Also es schmeckt so Himbeer, Erdbeer, alles richtig fruchtig, total. Das haut mir total gerade Birne weg, ey. Lecker. Udin, an dieser Stelle, das Liquid hast du gut gemacht. Oder hast du bloß zum Testen bekommen und sollte sich einen Namen ausdenken? Irgendwie sowas war das. Ist doch gerade jemand in meiner Nähe. Warst du gerade hier, Nero? Kann das sein? Weiß ich nicht. Weiß er nicht. Musst du eigentlich noch einen Sattel vom Berg, ne? Ach, du meinst mechanisch im Sinne von lecken oder was? Ja, das solltest du mal bestellen, lieber Amsrock, sag ich schon. So. 28.06. Okay. Quatsch. Schreibst du dir das Datum drauf? Ja, manche lasse ich eine Woche reifen, manche zwei. Und ja. So. Die reifen doch dort schon ewig. Nee, ich mische selber. Ach so, machst du schon. Jo. Ich bin erstmal kurz weg. Ich muss unseren Admin noch vor die Tür setzen. Jawohl. Ich bin da. Vorsicht, fahrt Admin. Ich wechsle den Kopf erst. Ja, natürlich klangst. Nee, aber gerade, muss ich sagen, jetzt gerade in dem Moment, wo du hier zuguckst, Noxi, leckt's wieder. Noxi? Vor uns war alles okay. Komm, jetzt gebe ich dem Fressen rein. Das kann jetzt ja mal. Also, das kann jetzt. Das muss doch jetzt klappen. Das dauert mir jetzt langsam zu lang. So ist das. Ach, Mist. Taming effizient plus 6 Level. Oh, geil. Wie gewonnen zu zerrunden, das ist doch alles so super. Da. Gott, das füllt ja wenig auf. Eieiei, ich glaube, das wird nix. Ja, Taming ist nicht nur so eine schöne Sache, ne? Auch ist schon lustig. Ein bisschen langweilig, aber lustig. Man muss ja nicht immer dabei stehen. Ich mach's aber die ganze Zeit. Was soll ich denn sonst machen, ja? Farmen. Was soll ich denn farmen? Da kann ich mich nochmal bewegen, super. So, ihr könnt euch ja schon mal. Komm, hier. Lieber Amsrock, obwohl, komm, ich habe eine Idee. Wir machen es anders. Und da bin ich wieder. Hallihallo, Hallöchen. Hast du Jan rausgeschmissen? Ja. Ja, hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Ne. Hat er alles zusammengefressen? Alter, ist das ein Fressvieh. Na. Falscher Scheiß, Digga. Halt, stopp, dahin. Schnell. Gib mir deine Bären, ich geb dir meine. Mein Gott, alles Zeug ist für so viel Metall, ist immer normal, ey. Zack, 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 friss. Jetzt ist das Taming übelst runtergegangen, weil ich die scheiß Bären alle gemacht wollte, weil der scheiß Bären. Manno! Oh, jetzt dauert's doch richtig lange. Das kannst du eigentlich schon bald. Ja, was willst du machen, Noxi, ne? Aber jetzt geht's ja wieder. Jetzt hören sich alle wieder normal an. Noxi schreibt gerade, dass es doof für die Community ist. Ich bin dran gewöhnt, schreibt Amsrock. Was soll denn das schon wieder heißen? mein Sound ist doch sonst ganz gut. Ich versuche da immer drauf zu achten. Aber diesmal kann ich ja nichts dafür.